Hallo ihr alle, herzlich willkommen bei Werkzeuge für ein siegreiches Leben. Genau das ist nämlich das, was Gott uns verheißen hat. Wirklich ein Leben in Sieg zu führen. Und er gibt uns so viele Tools mit in die Hand, damit uns genau das auch gelingt. Wir haben uns einiges schon angeguckt. Wir haben angefangen mit Gerechtigkeit, mit Jesu Blut, mit Wahrheit, mit dem Namen Jesu. Mit Zungenrede, mit unserer erneuten Vorstellungskraft, mit Lobpreis. Und heute lese ich aus Matthäus 18, Vers 18. Hier sagt Jesus, was ihr auf Erden binden werdet, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das soll auch im Himmel gelöst sein. Du hast die Kraft, die Aktivitäten des Feindes zu binden, also wirklich festzubinden, zu fesseln, ab dem Moment, wo die Landebahn, die dem Feind legales Recht eingeräumt hat, da zu sein, entfernt wurde. Ab dem Moment hast du die Kraft, die Aktivitäten des Feindes zu binden. Genauso hast du die Kraft und Autorität zu lösen, zu befreien, freizusetzen. Und oft wird es schlicht und ganz einfach nur darum gehen, die Werke des Teufels zu binden und die Werke Gottes freizusetzen. Jesus lehrte, dass was immer seine Nachfolger hier auf der Erde binden oder lösen werden, dass der Himmel genau das bekräftigen wird. Ja? Binden und lösen sind von ihrer Wurzel her juristische Begriffe. Ja, das Wort binden meint, einen verbindlichen Vertrag zustande bringen. Genauso meint das Wort lösen eine Auflösung eines existierenden Vertrages. Ja, also Jesus sagt, dass die Gemeinde eine gerichtliche Verantwortung hat. Es geht darum, bindende Verträge mit dem Himmel abzuschließen. Und so Gott das legale Recht zuzusprechen, hier diesen Planeten, hier unseren Verantwortungsbereich wirklich da hinein zu wirken, ja, uns heimzusuchen, uns zu verändern und das Übernatürliche, also den Himmel wirklich freizusetzen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und genauso hat Gott der Gemeinde die Aufgabe übermittelt, Verträge mit dem Teufel, die es ihm erlauben, hier auf der Erde zu wirken, aufzulösen. Ja? Und zusätzlich sind die Worte binden und lösen auch biblische Begriffe. Biblische Begriffe von Autorität. Ja? Zum einen bedeutet es, wir sollen den Feind binden. Siehe, ich gebe euch die Gewalt, auf Schlangen und Skorpione zu treten, heißt es in Lukas 10, Vers 19. Und über die Gewalt, über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch irgendwie schaden. Wow, Gott hat uns diese Autorität gegeben. Und zweitens, wir sollen als seine Botschafter, als diejenigen, die tatsächlich jetzt versetzt worden sind vom Reich der Finsternis hinein in das Reich des Lichts, dazu gehören wir, das ist unsere Bürgerschaft, ja, und sind aber hier immer noch auf der Erde, lediglich jetzt nur noch als seine Botschafter. Wir sind nicht von der Welt, sondern nur noch in der Welt, sondern wir sind vom Himmel. Und so sollen wir als seine Botschafter die himmlischen Ressourcen hier lösen, hier freisetzen. Ja, als Botschafter Christi fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag Jesu. 2. Korinther 5, Vers 20 sagt es aus. Und deswegen steht in Markus 16, Vers 17 bis 18 folgende Zeichen, werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben.
Sie werden ihn in neuen Sprachen sprechen, wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Wenn wir es lernen, rechtmäßige Dinge wirklich zu ergreifen, dann werden wir sehen, wie der Teufel vertrieben wird und wie Gottes Wille sich ausbreitet in unserem Umfeld, in unserem Verantwortungsbereich. So gab Jesus der Gemeinde die Schlüssel zu seinem Königreich. Jesus sitzt an der rechten Seite des Vaters. Und unser Dienst geschieht hier auf der Erde mit seiner Autorität, die wir hier auf der Erde einnehmen können. Das ist unser Mandat, unser Auftrag, unsere Vollmacht. Ja, wenn wir das hier auf der Erde nicht tun, dann hat der Himmel nichts, was er bestätigen könnte, verankern könnte und was er hier bekräftigen könnte, hier auf der Erde. Der Himmel wartet darauf, dass wir die Herrschaft bzw. Herrschaftsgebiet einnehmen. Es ist unsere Aufgabe. Und deshalb steht hier, was ihr auf der Erde binden werdet, das soll auch im Himmel gebunden sein. Was ihr auf der Erde lösen werdet, das soll auch im Himmel gelöst sein. Also wir gewähren die gesetzliche Erlaubnis, dass entweder der Teufel arbeitet oder Gott arbeitet. Wir gewähren die gesetzliche Erlaubnis, wer arbeiten darf. Uns als Gemeinde, also als Ekklesia, als Gemeinschaft von Gott, wurde das Recht, wurde die Kraft und die Autorität gegeben, zu binden und zu lösen. Es ist in unserer Hand, was wir erlauben und was wir nicht erlauben in unserem Verantwortungsbereich. Und so ist die Waffe des Binden und Lösens eine so kraftvolle Waffe im Dienst an Menschen. Als gläubiger Christ hast du die Autorität, um erfolgreich zu binden und zu lösen. In jedem Bereich des Lebens, der Teil deines Autoritätsbereiches ist. Zum Beispiel deine Familie, deine Ehe, deine Kinder, dein Geschäft, dein Dienst. Ja, Jesus gab dir die Autorität. Er gab dir die Aufforderung. Er gab dir den Befehl. Wisst ihr, wir haben schon gemerkt, vieles wird uns in der Nachfolge Jesu geschenkt. Zum Beispiel Vergebung von Sünde und Schuld und Erlösung, das bekommen wir einfach, indem wir zu Jesus kommen, indem wir uns zur Schuld bekennen, indem wir an ihn glauben. Aber andererseits fliegen uns Dinge auch nicht immer zu, sondern sie müssen ergriffen und gepackt, eingenommen werden. Das gehört zur Reife. Und wir brauchen nicht erwarten, dass es jemand anders für uns tut. Es ist unsere Aufgabe. Und so lade ich dich ein oder ich fordere dich auf, ja, in den Situationen deines Lebens, wo du merkst, dass du irgendeine Art Angriff gegenüberstehst, dass du den Feind bindest, seine Attacken bindest in Jesu Namen. Dass du auch glaubst, dass er gebunden ist, dass er unfähig ist, gegen dich zu handeln, weil du die Autorität, die Jesus dir gegeben hat, anvertraut hat, genau das zu tun. Und wenn du spürst, dass irgendwelche Dinge, die dir zustehen, ja, nach Gottes Verheißungen, die dir gehören, ja, aber die werden in irgendeiner Art und Weise von dir ferngehalten. Zum Beispiel Gebetserhörungen, Finanzen, ja, Salbung, Gesundheit. Dann löse diese Dinge in Jesu Namen vom Himmel her, indem du sie in diesen Planeten, in deinen Lebensbereich hineinrufst, hineinziehst. Das meint Binden und Lösen.
Und diese Kraft und diese Macht und diese Autorität hat Gott dir gegeben. Und du musst sie ausführen. Nur du allein. Weder ich noch jemand anders kann für dich das tun, wenn es deinen Lebensbereich angeht. Aber es ist so, der Gott, ich danke dir, dass du uns, dass du mich hier auf die Erde gestellt hast. Wirklich als Botschafter, die den Himmel freisetzen können, hier auf der Erde, hier in unserem Autoritäts- und Herrschaftsbereich, den du uns anvertraut hast, die Mitmenschen, die du uns anvertraut hast. Gott, ich danke dir, dass wir die Aufgabe, aber auch das Recht haben, die Kraft, die Autorität haben, über den Feind, ihn wirklich zu binden und wirklich hineinrufen können, dass es vom Himmel her zugesagt wurde für uns und dass du das freisetzen wirst. Halleluja, Gott, du bist so gut. Der Herr segne dich in deinem siegreichen Leben.